Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Railway Empire. In der letzten Folge haben wir unser Unternehmen gegründet. Jetzt werden wir... weiter aufbauen. Jetzt schon eine Woche her, dass ich jetzt aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Wie weit haben wir es schon? Wir waren hier unten. Nashville hätten wir im zweiten Bahnhof aufgebaut. Es kam ein neues Update für Railway Empire. Jetzt kann man auch seine Bahnhöfe so groß erweitern, dass sie eben auch. Nee. Produzieren bitte einmal. Damit. Ein bisschen einkaufen kann. Aha. Investiere bei mir so viel du möchtest. Jetzt haben wir 48% seiner Aktien gekauft. Das heißt, es fehlen nicht mehr viel. Und dann. Also wir sollten uns mit Roger Smith nicht verscherzen. Ich habe mich schon mal mit einem Konkurrenten angelegt. Am Ende war es so, er hat mich aufgekauft. Lass mal gucken. Also ich bin noch bei 100%. Er hat noch du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir einen deiner Mitarbeiter ausborge? Nö, habe ich nichts dagegen. Kommt drauf an, was es jetzt war. Also, er hat noch 52% von seinem Unternehmen. Ja, und er hat das nicht mehr aus. Ach, scheiße. Irgendwie aus dem Büro. Irgendwie von einem Büroarbeiter hat er sich gekrallt. Ist auch egal. Ach, wer. Ja, gut. Den Zug holen wir uns als nächstes. Wie viele Innovationspunkte haben wir? Wir haben zurzeit 162. Ja gut, kann etwas dauern. Aber wir haben ja den Dock, das bedeutet, wir kriegen reichlich schneller Innovationspunkte. Finde ich auch gut so. Mehr Bahnhöfe bedeuten auch mehr Profit. Und da unten gibt es irgendwo eine Anschlussprämie. Ah, Louisville. Alles klar, hol ich gleich ran. Wir müssen jetzt aber erstmal das hier mit dem Hauptnetz verbinden, Fargo. Oh, nicht zu viel Ausgaben. Verursachen. Oh, verbinden müssen wir auch noch. Ja, und dafür reicht das Geld nicht mehr. Das ist doof. Wie viel ist denn das? 62. 1000. Mann, 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 Mann.
Vielleicht können wir auch zu dem Bahnhof bauen. Nee, nein. Dann kriegen wir eben die Anschlussprämie nicht. Ist jetzt doof, aber. Wie schön! Du hast etwas ersteigert. Entzückend! Verdammt. Hat natürlich uns jetzt wieder aus der Spur geworfen. Wer das haben wir? Ah, das reicht nicht für gleich. Ah. Ist ja noch Zeit. 42, alles klar. Das, na gut, das geht ja noch. Das geht ja noch ein bisschen. Jetzt bauen wir ja schon mal die Strecke. Ja, 58.000 haben wir wirklich drin. Und da haben. So. Und dann haben wir jetzt das Geld einkassiert. Und schon gehört Louisville zu unserem Streckennetz. Bandit hole ich nicht. So, holen wir jetzt erstmal eine neue. Ich wünsche dir, dass diese Lokomotive ein Erfolg wird. Wir setzen die neue Lok erstmal nur für Städte ein. Ist ja auch ein Express-Lok, deswegen macht das auch mehr Sinn. Da haben wir uns noch nicht mit dem streiten, brauchen wir auch kein Wachpersonal momentan in Zügen. Schon mal ein bisschen mehr Geld verdienen, indem wir dann hier Expresszug von, also Passagierzug von Fargo nach Toulouse fahren lassen. Weiß gar nicht, haben wir auf dieser Strecke jetzt hier schon Passagierzug? Ja, haben wir. Von Madison nach Toulouse. Bei dir läuft es ja derzeit richtig gut. Du solltest deine Züge besser in Schuss halten. Okay, du los wächst schon mal. Das ist gut. Wir können hier eine weitere Industrie bauen. Ich will die Fleischindustrie hier. Ja, ja, was sagt. Also ich muss mal kurz gucken. Baumwolle. Haben wir nicht in der Nähe, das würde dann wieder zu viel kosten. Aber wir können hier Sägewerke mal bauen. Mal Holz in der Nähe. Ja, brauchst du nicht mehr. Wollen wir jetzt hier nach Toulouse. Die Pannen deiner Züge spiegeln die Führung deines Unternehmens wider. Hm, jetzt hätte ich diese Sprüche nicht diese Woche schon öfters gehört. Also Rave Empire, Mann, ich hab das hinter der Woche sehr oft gespielt. Wenn wir die Gleise entlang alter, schon existierender Strecken bauen, dann kostet das nicht so viel.
Oh Gott, das war eh nicht. So. Eine neue Lokomotive, wie schön! Und die nehmen wir dann hier Fischer. Und Landbetrieb. Ich informiere dich darüber, dass ich meinen Bahnhof in deiner Nähe gebaut habe. Hä, wo? Ja, wo hat er denn gebaut? Nee. Oder? Hat er, der hat bei irgendeinem Landbetrieb hat er sich jetzt dazu geschmuggelt. Ich weiß nicht, was er sich denn jetzt dazu gesetzt. Viel Spaß mit deinem ersteigerten Objekt. Kochen ist 3%. Alles klar. Du kannst aufkaufen, dann kannst du aber nicht mehr expandieren. Ich wünsche dir guten Profit mit deinem Bahnhof. Mein Reporter hat wahrheitsgemäß über dich berichtet.
Das war falsch. Kriegen wir wenigstens das Geld zurück. Okay. Heizer haben wir nicht. So. Stimmen deine Bücher nach dieser Auktion noch? Also dann nur noch 30.000. Meinst du, so ein Reporter kann meine Bücher durcheinander bringen? Wir forschen den Zug und den dann. Ne, setzen wir aber den NO51 Dragon ein, weil er ist eben schneller. Eine besondere Art der flexiblen Achsenaufhängung bietet bei dieser Lokomotive den Vorteil, dass auch die Triebräder gelenkt werden können und so hohe Triebkraft mit guter Kurvenführung. Deine Züge laufen irgendwie nicht rund. Unser Expresslok, wie sieht's denn da aus? Die Reindeer. Heißt das Reindeer? Ich weiß gar nicht. Ähnelt
bereits stark den typischen amerikanischen Lokomotiven der kommenden Jahre und ist mit ihrem vergrößerten Kessel und den großen Triebrädern gut für schnellen Passagierverkehr geeignet. Zwei Triebachsen kombiniert mit zwei gelagerten Führungsachsen ermöglichen eine hohe Leistung bei angemessener Kurvensicherheit. Die kleinen Triebräder eignen sich hervorragend für schwere Fracht. Die Rassler, passt jetzt nicht. Die Rassler ist mit ihren riesigen Triebrädern und ihrem schlanken Boiler eine ideale Expresslokomotive ihrer Zeit. Wegen des engen Radstandes und vorderen Drehgestell. Mein Headhunter hat dir gerade geholfen, deine Personalkosten zu reduzieren. Im vorderen Drehgestell ist in Kurven aber vorsichtig geboten. Des engen Radstandes im vorderen Drehgestell ist in Kurven aber vorsichtig geboten. Okay, Moment, erstmal die Philadelphia. Ich wünsche dir, dass diese Lokomotive ein Erfolg wird. Die drei angetriebenen Achsen und eine große Feuerkiste verleihen der Philadelphia eine hohe Zugkraft. Doch die starre Radanordnung ermöglicht nur geringe Geschwindigkeiten auf kurvigen Strecken. Deine Züge laufen irgendwie nicht rund. Diese Lokomotive macht einen guten Eindruck, das muss ich zugeben. Die ist nur für Städte. Philadelphia. Nur mit Land. Was sind die Dragon hier? Hast du diese Ausgaben einkalkuliert? Mein Reporter hat nichts als Wahrheiten aufgedeckt. Reporter hat wahrheitsgemäß über dich berichtet. Also zwei Reporter jetzt verwendet gegen mich. Anschlussprämie. Eine schöne Anschlussprämie erhalten. Oh, der ist ja schon in Kansas City. In Columbia. Warum ist ein Fayetteville vorbei? Komplett vorbeigeschossen. Mehr Bahnhöfe bedeuten auch mehr Profit. Rock Island.
mein Tyson 10 Wheeler. Tyson 10. Diese Lokomotive macht einen guten Eindruck, das muss ich zugeben. Deine Züge laufen irgendwie nicht rund. Hm? Das ist ein echter Rekord. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Transportieren nach Rock Island noch gar kein Weizen. Oh, ist ja doof. Boah, ich brauche ja hier Weizen. Hier noch ein Wasserturm. Dark Island. Dann hole ich mir jetzt auch hier in meinen Bahnhof in Memphis. Dieser Bahnhof soll lukrativ sein? Da bin ich mal gespannt. Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Ach, aber egal. Nee, Moment mal. Der Memphis ist jetzt angeschlossen. Dann schließen wir jetzt hier. Memphis auch noch bis nach Nashville an. Dann können wir einen Zug von Nashville aus. Von Nashville aus mit Memphis nach Fayetteville fahren lassen. Wie schön. Wenn zwei sich streiten, steht der Zug.
Memphis. Warum streitet sich eigentlich der? Was haben wir denn da? Oh, eine neue Technologie. Warum streitet sich eigentlich hier der? Personal. Also hier, warum streitet sich eigentlich Zugbegleiter mit dem Heizer? Die begegnen sich doch nicht mal. Im Zug. Auf der Fahrt, meine ich. Diese Lokomotive macht einen guten Eindruck, das muss ich zugeben. Eine Anschlussprämie, die holen wir uns auch. Mein Headhunter hat dir gerade geholfen, deine Personalkosten zu reduzieren. Deine Züge laufen irgendwie nicht rund. Errungenschaft freigeschalten, ohne Knete, keine Fete. Weiß. Na ja, gut. Worauf wartet denn der? Wie schön, du hast etwas ersteigert. Entzückend. Bist du so schlecht, dass du Spione einsetzen musst? Bahnpolizei. Ich wünsche dir, dass diese Lokomotive ein Erfolg wird. Okay, jetzt besitzt er nur noch 21% seiner Aktien. Ach, oh nee, Marktschein ist das.
Deine Züge laufen irgendwie nicht rund. Hm? Mein Reporter hat nichts als Wahrheiten aufgedeckt. Ich informiere dich darüber, dass ich meinen Bahnhof in deiner Nähe gebaut habe. Ah, Louis, wer hat er sich breit gemacht? Louis wäre noch gar nicht angebunden, ne? Er existiert auf der Strecke schon. Nee, außer zu 100%. Dieser Bahnhof soll lukrativ sein? Da bin ich mal gespannt. Also, merken, Roger Smith ist ein sehr leichter Gegner. Der kauft überhaupt keine Aktien. Warum kauft er keine Aktien? Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Ich wollte eine Zugstrecke von Indianapolis über Louisville und Knoxville zurück. Lalalala. Das war der Expresszug, ne? Ja. Ich informiere dich darüber, dass ich meinen Bahnhof in deiner Nähe gebaut habe. Da ist gerade ein Mitarbeiter aus deinen Büchern gefallen. Okay, der wird jetzt langsam gehässig. Also aufpassen sollten wir jetzt schon mal. Ich habe ja schon 2% nur, ne? Schade. Er hat Omaha, Kansas City und Columbia. Das sind die Städte, wo ich auch noch gar nicht vertreten bin. Was ist denn jetzt los? Deine Züge laufen irgendwie nicht rund. Hm? Der nimmt nicht mehr an. Ist überfordert und das jetzt in der. Ich wollte nicht, dass das passieren muss, ey. Das ist jetzt doof. Von Rochester nach Knoxville.
Das ist eine sehr lange Strecke. Boah. Alter. Nicht dir Ernst. Das kann ich aber nicht unterstützen, ey. Nee, darauf pfeifen wir jetzt erstmal. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal noch darauf, dass wir erstmal größeres Schienennetz bekommen. Wir brauchen nichts im Hotel. Oh. Ja, wahrscheinlich hätte ich mal lieber den anderen behalten. Nach dem zweiten behalten sollen. Der Auktion ist leider nämlich weg. Roger Smith will den hier auch haben, den Wagen. Stimmen deine Bücher nach dieser Auktion noch? Alles klar, ich habe nur 50.000 ausgeben müssen. Wir wollen jetzt gleich wieder den nächsten Unterhändler. Oh, was bringt eigentlich ein Auktionator? Das weiß ich gar nicht. Möglich dir eine Auktion für einen Landbetrieb oder eine Fabrik auch dann zu starten, wenn der Betrieb einem deinen Konkurrenten gehört. Ach. Ist ja interessant. Geh gleich mal nach Auflöschen. Nee, dem läuft keiner. Also. Dank deiner Bemühungen blüht die Stadt auf und gedeiht. Genau richtig für meine Industrie. Hä? Hey, welche Stadt waren das jetzt? Du solltest deine Züge besser in Schuss halten. Nehmen diese Züge, die sehr lange fahren müssen. Salzstock. Ja, das kann doch interessant jetzt. Sägewerk in Memphis? Hol ich mir. Ich hab einen Unterhändler dabei. Ich kann so hoch gehen, wie ich will. Ich muss nicht so viel bezahlen. Das ist interessant. Und der Auktionator, der sorgt eben dafür, dass man jetzt Gewerbe versteigern kann. Reicht diese Auktion nicht ein Loch in deine Bücher? Nö. Oh, ich habe gerade erst bemerkt, dass wir ja Nachbarn sind. Oh Gott, was hat er jetzt schon mir getan? Er hat in irgendeinem Landbetrieb hat er sich jetzt eingeschmuggelt oder hat eine Fabrik gekauft. Eins von beiden. Ach, um den geht's gerade, oder was? Oh. Nee, Junge. Den will ich jetzt haben. Wenn ich den versteigere, ich den kaufe den mir. Ey, der will den wirklich haben. Das kann aber knicken. Ich hab jetzt keinen Unterhändler, das ist scheiße. Stimmen deine Bücher nach dieser Auktion noch? Fuck. War dumm, Alter. Oh Gott, das war doof. Jetzt wird er frech. Jetzt kommt er an. Er klaut sich meine Aktien. Aber ich habe einen gewaltigen Vorsprung. Wir haben 79% und er hat nur noch 21% seines Unternehmens. Und ich besitze noch 97% und er nur 3% seines Unternehmens.
Ich habe einen sehr großen Vorsprung. Er kommt jetzt rein. Er kommt jetzt sehr spät. Viel zu spät kommt er jetzt. Du solltest deine Züge besser in Schuss halten. Bringt mir 90 Innovationspunkte. Werber kann ich mir dafür nicht mehr leisten. Toll. Dreck. Was mit... Komm nicht mehr hinterher. Ich kaufe. Es wird gerade versteigert. Oh, ich habe gerade erst bemerkt, dass wir ja Nachbarn sind. Es wird versteigert, ich würde es gerade kaufen. Nein. Danke, dass du mir den Vortritt gelassen hast. Oh, diese Pläne kannte ich noch nicht. Das kann Danke. Sein. Oh. Und da wollte ich es gerade kaufen. Wesen sorgt dafür, dass mein Zug nicht... Dass mein Zug nicht... leer fahren muss, oder? Viel Spaß mit deinem ersteigerten Objekt. Habe ich jetzt doch bekommen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir einen deiner Mitarbeiter ausborge? Nö. Jetzt zeige ich weniger. Ein Tipp, Mitarbeiter braucht man nur bei gehässigen. Ich wünsche dir, dass diese Lokomotive ein Erfolg wird. Ihm, du ja. solltest deine Züge besser in Schuss halten. Mein Reporter hat wahrheitsgemäß über dich berichtet. Er ist einer, er holt keine Banditen ran, die deinen Zug ausräumen, die den Zug ausräumen, sondern er holt. Er holt einfach hier. Entweder klaut er hier Sachen von. Also hier erforscht er Sachen von dir, macht dir Mitarbeiter streitig. Hat bei Auktionen eine sehr große Fresse und was Roger Smith am liebsten macht, schickt Reporter zu dir. Das es ist doof, aber macht's. Und jetzt kann ich mir schön Innovationspunkte ausgeben. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir haben unser Unternehmen jetzt wirklich stark vergrößert. Mal sehen, wie es in der nächsten Folge aussieht. Die werde ich jetzt hier gleich nach aufnehmen, weil ich will jetzt wirklich wissen, wie es jetzt enden wird. Aber, mal gucken. Ah ja. Auktionator. Diese Lokomotive macht einen guten Eindruck, das muss ich zugeben. Anheizer. Hol ich mir. Ich streue meine Investitionen, um das Risiko zu minimieren. Ah. Ja. Hol ich mir noch für. So, jetzt sollte es aber wirklich gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen. Wie schön! Nun können wir uns die Transportaufträge teilen. Bis jetzt mal ruhig. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben drauf auf die Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Würde ich sagen, tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.